Metal, Leute. Servus und herzlich willkommen. Ja, der Time of Metal wird jetzt heute schnell stattfinden, weil ich eigentlich schon wieder zeittechnisch zu wieder überhaupt keine Zeit dazu gehabt habe. Ich habe gestern Abend ein paar Videos aufgenommen und die werden auch kommen. Das ist unter anderem die Auflösung vom Gewinnspiel. Das ist ein externes Video, also könnt ihr das in aller Ruhe angucken. Dann habe ich ein Kommentare-Kommentier-Video aufgenommen. Das wird ebenfalls kommen. Und dann habe ich eigentlich noch ein Video aufgenommen. Und habe aber beschlossen, dass ich das nicht hochlade. Warum erwähne ich es trotzdem? Ganz einfach, weil ich im Kommentare-Kommentier-Video, das ist ein Teil von einem Kommentar gewesen, es ist eine Bitte gewesen, ob ich nicht einmal ein Video über politische Ansichten machen kann, also über meine politischen Ansichten. Ich habe das nie vorgehabt zu machen und das werde ich auch nicht machen. Das habe ich allerdings gestern Abend, weil ich irgendwie Lust gehabt habe, habe ich das trotzdem aufgenommen. Aber meine Ansichten über die Politik sind eigentlich recht einfach und deswegen, die sind einfach teilweise nicht wirklich dafür geeignet, dass man darüber groß jetzt mit jemandem spricht, den ich sowieso nicht kenne oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde dafür kein Video machen. Und seht es auch gar nicht ein, dass ich mich da dann irgendwie in was reinstürze, weil über Politik, da kenne ich mich zum Beispiel überhaupt nicht aus. Ja, das ist auch was mich überhaupt nicht interessiert. Und aufgrund dieser Tatsache ist es vielleicht sowieso gescheiter, wenn ich das überhaupt nicht erst mit aufnehme. Eine andere Sache ist jetzt klar, der Vlog am Sonntag, den werde ich heute Abend oder morgen aufnehmen, weil der kommt ja erst am Sonntag, von daher habe ich da noch ein bisschen Zeit. Und ein Kommentare-Kommentier-Video kommt die Woche. Es wird wahrscheinlich morgen kommen. Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Und dieses Video werde ich heute hochladen. Also Freitag. Donnerstag. Und weil ich schon wieder 3 Tage hinterher bin, weil ich will das ja eigentlich Montag oder Dienstag machen. Aber weil der Kumpel jetzt die Woche da ist, weil er selber kein Internet hat momentan. Aber Reap of Souls rausgekommen ist, hat er jetzt mich gebeten, ob er nicht hier bleiben kann. Deswegen konnte ich auch nicht hochladen, weil wir die meiste Zeit Reap of Souls gezockt haben. Das ist auch der Grund, warum ich keine Videos gemacht habe, beziehungsweise hochgeladen habe. Weil ich brauche dafür Internetleitung zum Hochladen und ich brauche Internetleitung für Reap of Souls zum Zocken. Und deswegen ist es momentan so problematisch. Ich werde nachher mit meinem Kumpel sprechen und ihm sagen, pass auf, das Video wird jetzt heute hochgeladen, die anderen werde ich morgen hochladen. Da musste halt mal ein paar Stunden kein Reap of Souls zocken. Das ist dann halt so, das kann ich auch nicht ändern. So, eine andere Sache ist jetzt das. Mein Kommentare-Kommentier-Video hat noch keinen wirklichen Namen, also wundert euch nicht, wenn es in der nächsten Zeit noch ein bisschen den Namen experimentell der Name hin und her switcht. Das Gewinnspiel, die Auflösung vom Gewinnspiel habe ich gemacht. Ich habe auch die Preise von Platz 1 bis Platz 3 bekannt gegeben. Bis Platz 3 gibt es Preise. Und ich habe immer noch keine Autogrammkarten. Das liegt einfach, ja, das ist halt blöd, aber es ist halt so. Und sobald ich die Autogrammkarten habe, werde ich da auch mal welche verteilen an alle, die da eine wollen, beziehungsweise an alle, die da halt im Video mit Bild vorgekommen sind. Es kam jetzt immer wieder die Frage auf, ob ich nicht einmal die anderen Bilder zeigen würde. Weil sich die ja anscheinend auch Mühe gegeben haben. Oder ich sag jetzt mal das so, alle, die meiner Meinung nach ernsthaft mitgemacht haben und ernsthaft die Bilder, die sich Mühe gegeben haben, ernsthaft für die Bilder, die habe ich gezeigt. Alle anderen Bilder, ja, die sehen einfach nicht aus. Ich meine, ich bin auch total schlecht in Zeichnen und ich mache echt keinen Vorwurf, wenn er nicht gut in Zeichnen ist, ja. Aber ich habe das Problem, dass ich, wenn ich mich anstrenge, ja, ich immer noch was Besseres zustande bringe als das. Das sieht teilweise aus, als hätte das ein Dreijähriger gezeichnet. Und ich bin vom Zeichentechnik her vielleicht auf dem Niveau vom Zweijährigen, aber wenn ich trotzdem mich anstrenge und mir richtig den Arsch aufreiß, dann werde ich da auch wesentlich, dann bringe ich da auch wesentlich bessere Bilder zustande als sowas. Und das sieht einfach teilweise aus so hingerotzt, ja, und das hört sich vielleicht jetzt hart an und ich will auch keinen beleidigen, aber das hört sich jetzt so an. Es sieht für mich so aus, ich habe das einfach mal gemalt, ich wollte mitmachen, als rotzt sich irgendwas aufs Blatt, so ungefähr. Es sieht teilweise aus, als wäre da ein Hühnchen in der Farbe und dann über das Blatt gerannt, ja, beziehungsweise in dem Fall über den Rechner. So ungefähr sieht das teilweise aus, ja.
Ich will, wie gesagt, echt keinen beleidigen, aber die Bilder, die ich gezeigt habe, das waren die Bilder, wo ich meiner Meinung nach als real erachte, als für die Leute erachte, die mit die teilgenommen haben. Es kamen noch ein paar Bilder später dann dazu. Die werde ich nicht im Video zeigen, einfach aus dem Grund, weil die nichts mit dem Gewinnspiel zu tun gehabt haben. Ich will allerdings irgendwann hergehen und will das so machen, dass ich so Challenges mache. Und das wird wahrscheinlich mit dem Kommentarvideo immer zusammenhängen. Das ist jetzt in der ersten Folge jetzt noch nicht der Fall, weil ich das noch experimentell mache, das Format. Aber in Zukunft wird es wahrscheinlich so laufen, dass ich dass ich das ähnlich wie bei Alitals einführe. Ja, sorry, aber ich nehme mir da immer ein bisschen am Iblali, ein bisschen so, also am Ali, ein bisschen so Beispiel, weil ich halt ihn richtig klasse finde, auch seine Videos und alles. Und mir halt denke, ja gut, da kann man sich vielleicht weniger Vorbild anschauen, ne? Ist auch weniger Vorbild für mich, also passt das ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde schauen, dass ich das alles hinkriege, wie ich mir das vorstelle, und dann schauen wir weiter, ne? Und alle Bilder, die ich gezeigt habe, die sind meiner Meinung nach echte Bilder. Also Leute, die sich da wirklich den Arsch aufgerissen haben. Und man sieht, wenn sich jemand den Arsch aufreißt. Wenn jemand hergeht und einfach mal übers Blatt, keine Ahnung, nimmt drei verschiedene Arten von Pinseln und rennt dann mal übers Blatt, das sieht man ja. Das ist meiner Meinung nach keine Anstrengung, das ist einfach meiner Meinung nach einfach nur, ja, ich kann den jetzt verarschen, deswegen mache ich ein Bild. So einfach ist das. Und falls eure Bilder nicht dabei waren, liegt das entweder daran, dass ihr euch halt da sichtbar keine Mühe gegeben habt, oder dass ihr hergegangen seid und die Bilder zu spät eingeschickt habt. Ja, also das müsst ihr dann schauen. Wie gesagt, das war bis Samstag letzte Woche, um 12 Uhr war Einsendeschluss, und ich hab noch ein paar Bilder nach 12 Uhr bekommen. Die habe ich jetzt nicht mit reingenommen. So, und das war eigentlich jetzt soweit erst mal alles, was ich euch sagen wollte, ja. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei beim nächsten Mal. Und ja, wie gesagt, im Kommentarvideo wird in Zukunft Challenge-Time kommen. Da wird dann öfter mal sowas kommen wie malt ein Bild oder, keine Ahnung, macht ein Bild mit euch und eurem Haustier oder irgend sowas, ja. Entschuldigung, irgendwelche Sachen werde ich vielleicht mal einführen, ja. Mal gucken. Für alle, die dabei waren, sobald die Autogrammkarten da sind, und es wird noch ein bisschen dauern, vermutlich mal, sobald ich die Autogrammkarten habe, werde ich mit euch zusammen, werde ich die euch alle schicken noch einmal zusätzlich. So, und im Großen und Ganzen war das jetzt alles von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Drachenlord. Ciao, Leute.